So, und da bin ich auch schon wieder. Und wir stehen ja mitten vor... Diese Armeeschweine haben eine Geisel auf dem Rücksitz. Was? Übernimm den Wagen und bring sie in Sicherheit, Rico. Hören wir uns. Und los geht's. Schnell kaputt. Und schon geht's los, Leute. Wo müsst ihr hinbringen? Also, wir müssen die Stufe zurückbringen. Oh shit, wo sind wir denn hier? Alle Einheiten hierher. Scheiße, Kronk ist uns auf den Fersen, Leute. Also, Leute, wir sind wieder da. Beziehungsweise eine neue Aufnahmesession. Und ich werde mich heute mal ein bisschen darauf konzentrieren, dass wir vielleicht eine Mission machen oder so. Ich habe gerade am Anfang, als ich geladen habe, habe ich nochmal das Gequatsche gehört von Anfang mit Sheldon und Mario. Und ich soll mich vor der Stadt treffen. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall mal hingehen, dass wir da mal sehen, ob wir vielleicht in der Haupthandlung weitermachen können. Weil wir haben jetzt wirklich nur dumm rumgeblödelt eigentlich. Und ich hoffe, dass hier noch ein bisschen was mit... Sichtkontakt verloren. Dass es hier noch, dass es hier noch ein bisschen was gibt. So, ich verstecke mich hier mal ein bisschen. So. Muss doch ein gutes Versteck sein, oder? So. Oh nein, willst du mich verarschen? Wo haben die das denn gewusst? Oh, ganz ehrlich, das ist ja scheiße. Oh Gott. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Und fehlgeschlagen, nehme ich an. Na klasse, was war das denn für Mist? Ja, und wie gesagt, möchte ich... ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Es tut mir leid. Ja, wir wollen uns jetzt mal ein bisschen auf die Story konzentrieren. Und ich hoffe, dass das nicht zu langweilig war in den letzten Folgen. Jetzt, das waren ja schon ein paar Folgen, wo wir dann quasi eigentlich nur was befreit haben und weniger die Story gemacht haben. So, ich muss auch ein bisschen wieder reinkommen. So. Mit E war das. Oh yeah. Los, finde den Rebellen. Er darf nicht entkommen. Ja, ja, Kronk, kein Problem. Die finden mich schon irgendwann mal. Aber nur, wenn ich es möchte. So, die Frage ist unterwegs. Durchhalten. Die Frage ist, wo möchte ich hin? Wir sollen uns in der Stadt treffen, hieß es. Vor der Stadt. Kann das sein, dass es das hier vielleicht ist? Nee, da gibt es noch einen Zap. Der Stand, es heißt, wir treffen uns vor der Stadt. Aber vor welcher Stadt? Und warum ist das nicht markiert, ist die Frage. Hier ist bloß eine neue Siedlung. Wo bin ich denn gespawnt? Irgendwo hier hinten bin ich gestartet. Okay. Interessant. Ja, das Rauszoomen ist ein bisschen lang. Oh, hier gibt es Fragezeichen. Interessant. Was auch immer das für Fragezeichen sind. Wo treffe ich jetzt Mario? Ich gehe einfach mal hier in die Stadt, weil hier haben wir ja eigentlich... ja, das ist... Da wohnt der ja irgendwo. Also treffen wir uns da mal. Oder gehe ich einfach mal dahin. Bodenteam. Wir müssen ja komplett umdrehen. Verstanden. Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Ja, das ist gut. Die wollen mich hier abbrechen. Die Zielperson ist nicht mehr hier. So sieht's aus, Kronk. Ich bin schon wieder längst über alle Berge. Wow, da musste ich jetzt mal kurz eingreifen. Höher, höher. Wow. Jetzt gibt's wieder richtig Vollgas. Oh yeah. Es macht schon wirklich Spaß hier die ganze Zeit durch die Gegend. Wie ein Spider-Man. Es ist wie so ein Spider-Man-Spiel irgendwie. Dass man hier wirklich... Ich den hier durch die Gegend zieht und durch die Gegend fliegt und alles. Yeah. Guckt euch das doch mal an, wie geil das ist. Wie hammergeil das ist. Wow! Shit, 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 shit. Oh Mann. Oh Gott. Man kann natürlich auch Scheiße dabei bauen. So, Warnung. Halte ich von Luftangriffen fern, irgendwas. Ist mir egal, ich will nur dahin. Hier. Das ist richtiges Skydiving hier. So von einem riesigen Berg runterspringen. Weil normalerweise, Leute, macht man das nicht mit einem richtigen Haken, Leute. Das solltet ihr euch merken, okay? Mal, gab's denn nicht eigentlich einen Boost? Ich möchte jetzt ein bisschen besinnter auf das Spiel eingehen. Eigentlich gab's doch hier so einen Boost. Hier, der hier. Also, erhalte beim Schleudern einen Geschwindigkeitsschub, indem du Umschalt hältst. Das mache ich ja eigentlich die ganze Zeit. Aber das sieht nicht so krass schubmäßig aus wie dort, oder? Als wäre das falsch. Inaktiv? Ja, ach so, jetzt habe ich es aktiviert, okay. Ja, keine Ahnung. So, Junge, ich drücke mal Umschalt. Ja, vielleicht funktioniert es ja trotzdem. Mal bis dahinter kommen wir ja locker jetzt. Ah, da muss ich ja gar nicht... Kann ich meine Hand von der Tastatur wegnehmen? Oh, ist das gemütlich.
Ja, also, jetzt können wir hier mal ein bisschen quatschen. Also, wir haben ja, wie gesagt, die Story nicht weitergemacht. Und ich hoffe, es gibt jetzt auch noch eine Story, die ich jetzt hier irgendwo, dass ich jetzt irgendwo den Mario treffe. Weil das wäre schon ganz cool, weil sonst könnte das Spiel tatsächlich etwas langweilig werden. Zumindest als Let's Play. Das Spiel macht echt Fun so. Aber jetzt immer nur irgendwelche Gebiete freizuräumen, könnte vielleicht ein bisschen zu langweilig werden, wenn jetzt nicht noch nebenbei noch ein bisschen Story kommen würde. Wir werden es gleich sehen. Es hieß, wir treffen uns vor der Stadt, hat der Mario gesagt. Ja, aber welche Stadt? Sieht ja nicht so aus, ob es hier was wäre. Hm. Oh, falsche Taste gedrückt. Ja. Ich verstehe das noch nicht so ganz. Rebellenabwurf, okay, Karte. Hat gesagt, wir treffen uns vor der Stadt. Das ist hier nur ein Supply-Dings, ein Vorposten. Da sehen wir dann diese Supplies. Da haben wir ja letztens eins freigeschaltet. Hier hinten irgendwo bei der... na? Bei der Tankstelle. Wo auch immer... Ja, hier hinten war die ja. Ja, ganz hinten. Da haben wir dann so ein Abwurf-Dings. Aber hier gibt es noch überall Fragezeichen. Was auch immer das sein soll. Oder meint er die Stadt hier? Ich bin überfordert. Das finde ich ein bisschen schade. Das müsste besser ausgeschildert sein, finde ich. Ich meine, wir können auch filtern mit H. Ach, das sind Sammelobjekte. Versorgungspunkte mache ich mal weg. Abgeschlossene Ziele mache ich weg. Damals muss noch Missionen. So, wo ist jetzt hier noch was Missionenmäßiges offen? Ist ja echt nichts mehr offen. Kann nicht sein. Oder treffen wir uns auf einer anderen Insel? Ach so. Lol, hier drüben, das ist ein Missionsding. Boah, wer soll das denn ahnen? Ja, dann gehen wir mal dahin. Dann schauen wir mal, was da drüben abgeht. Also haben wir ja jetzt alles, ordentlich... Was Sie für uns tun. Jagen Sie den General von der Insel und geben Sie Medici seinen Bewohnern zurück. Da kannst du jetzt hängen bleiben, mein Freund. Ach, komm runter, mein Freund. Komm runter. Steh wieder auf. Komm, steh wieder auf. Oh nein, bist du tot? Oh nein. Das wollte ich nicht. Scheiße, schnell weg. Die Leiche muss verschwinden. Nimm ihn mit. So, weg mit der Leiche. Okay, jetzt hängt sie da irgendwie durch. Na, passt schon. Alter, aber schönes Auto hier. Das ist ein schönes Auto, das will ich haben. Hallo, ich brauch das mal. Denk dran, ich kämpfe für die Freiheit, für euch alle. Was? Warte mal, mein Freund. Oh shit. Mann, was mache ich denn? Jetzt hab ich's. Doch nicht. Jetzt da endlich. Viel Spaß damit, Rico. Ja, kein Danke, mein Freund. Danke. So, die würde ich gerne in die Garage bringen. Oh yeah. Der ist echt geil. Er fährt sich auch gut, muss ich sagen. Ein schönes Exemplar. So, wie komme ich denn da runter hier? Wahrscheinlich schon nach rechts fahren. Ja. Ja, der ist cool. Der ist echt cool. Wow. Ich kann ja mal Handbremse machen. Wow. Muss echt aufpassen. Aber ist geil. Und da unten ist schon die Garage. Wow. Alter, fahren muss ich noch ein bisschen lernen. Lass mich zur Garage, Mann. Kann ja ruhig ein bisschen kaputt sein. Ein bisschen. Nicht ganz, bitte. Ah, ist schon ein bisschen kaputt. Naja, ist nicht so schlimm. Aber... Ja, Handbremse und so, ist noch nicht so meins. Geil. So. Jetzt haben wir natürlich ein kleines Problem. Entweder wir... Rico. Ist ab jetzt lieferbereit. Ein Wort genügt. Entweder wir fahren mit einem Boot rüber. Wo sind wir denn? Wir sind jetzt da. Da müssen wir hin. Weil die Boote sind so arschlangsam. Fliegen. Ich glaube, hier können wir nicht rüberfliegen. Das heißt, wir werden uns einen Helikopter besorgen. Und zwar werde ich mir da einfach den vom Dings holen. Von da hinten. So, den holen wir uns jetzt einfach.
Keine Ausreden. Die, oh shit, falsche Taste gedrückt. Naja, passiert. War ja jetzt nicht so verkehrt. Miau. Oh, ist das geil, Mann. Leute, das ist so Hammer. Das macht so Fun. Das glaubt ihr gar nicht. Jupp. So, jetzt gehen wir hier rein. Dann hören wir den, dann fliegen wir jetzt mal einfach dahin. Ist zwar vielleicht nicht der schnellste Helikopter, wahrscheinlich, keine Ahnung, ob da verschiedene... Komm, wir können den ja mal wegbringen, damit wir den gespeichert haben. Dann fliegen wir noch schnell mal zur Garage runter, ist ja kein Ding. Dann mal schnell runter zu fliegen. So, ein bisschen da zu landen. Sturzflug. So. So, ganz vorsichtig. Wir können damit nichts anfangen, Rico. Warum? Hä, ich dachte. Beschiss, Mann. Dann hau ich jetzt ab. Macht's gut. Ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Ich würde gerade den Turm in Luft jagen. Es geht bestimmt. Wieso kann man sich nicht umgucken? Ich würde mich gerne ein bisschen umgucken, aber... Nein! 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 Oh, Kacke! Ich wollte nach oben fliegen. Oh, ich drücke immer Space dabei. Oh, oh, das explodiert doch gleich. Oh Gott. Oh mein Gott, ey. Oh Mann. Okay, scheiß drauf, wir benutzen den Rebellenabwurf. Schauen wir mal kurz. Ich wollte auch mal genau wegen Waffen gucken. Lass mal, wirklich uns mal überlegen, welche wir immer benutzen. Wer gerne Salven abfeuert, wird von diesen Kurven... Nein, ich mag keine Salben. Sturmgewehr für mittlere Distanz, das bei vielen Leuten sehr beliebt ist, die gerne aufeinander schießen. Okay, das ist, glaube ich, das Standard-Dings. Das haben, glaube ich, auch die Militär überall, oder? Geraden Schaft und Gas am Lauf. Okay. Ich könnte auch ein fettes Maschinengewehr nehmen, so einfach so rumballern, so einfach in die Masse reinschießen. Was ist das hier? Alter, das hat einen Haufen. Ach, das ist diese Selbstfeuer-Pumpgun. Die ist natürlich geil, aber ob man Munition findet, das ist immer die Sache. Die ist cool. Die nehmen wir uns mal. Die dicke hier. Und bei den Doppeldingern, da fand ich die jetzt eigentlich ganz cool. Und was mit denen hier? Dann, wir können auch die hier nehmen mal. So. Spezial haben wir nichts. Fahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Militärfahrzeuge haben wir jetzt ein paar. Oha. Ist ganz schön. Können wir auch nicht gebrauchen. Wie kann man zurück mit Steuerung? Helikopter. Ja. Ach so, das Standardding haben wir schon. Deswegen. Dann nehmen wir natürlich den. Ist ganz klar. Kostet ein Signal. Hier haben wir genug Platz. So. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Kommt da jetzt wirklich eine... Ah, da kommt da nicht eine Kiste runter. Boom! So, danke, meine Freunde. Danke. So, Kiste ist offen. Dann... Ach, die haben wir ja schon. Nee, die haben wir nicht. Die nehme ich mit. Ja, das nehmen wir auch mit. Oh yeah. Ja, sieht doch gut aus. Okay, nehmen wir mit. Und den Helikopter nehme ich auch noch mit. Und diesmal drücke ich nicht Space. Das mit dem Space drücken ist echt schwierig, Leute. Achso, man dreht sich ja irgendwie eher damit. So. Diesmal kriegt man es hin, Leute. Das ist alles schon befreit hier, das ist schlecht. Wollen wir die kaputt machen? Oh, nicht mal ein Kratzer. Okay, nicht mal ein Kratzer, schade. Okay. Bin ich mal gespannt, was es da auf der Insel gibt. Sturzflug! Angriff auf alles, was sich bewegt. Da ist ein Boot. Ja, ist echt ziemlich blöd, auf Zivilisten zu ballern. Aber ich wollte es mal testen. Ist schon geil, die Waffe. Außerdem ist die unendlich Munition. Noch. Nein. Dann halt offline, ist mir egal. Oh nein, Alarmstufe 1. Ups. Ups. Kronk wird angerufen. Schnell weg hier. Oh Mann. Na gut, Kronk hat nichts gesagt, also wird hier nichts passiert sein, hoffe ich doch. So, jetzt bin ich echt mal gespannt, Leute. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wiederherstellen.
Ach ja, Kronk. Bitte komm. Wie ist die Lage? Haben wir ihn verloren? Es tut mir echt leid, Leute, dass ich jetzt hier 3 Stunden irgendwie so mehrere Folgen nur dumm rumgefahren bin, ohne dass ich mitbekommen habe, dass das hier die Mission ist. So, was ist denn da jetzt? Eine schreckliche Reaktion, okay. Kann ich hier landen? Ist das groß genug? Komm, wir machen es hier drüben. Hier scheint Platz zu sein. Perfekt aufgesetzt. Kaum Schaden. Oh, hier ist ja voll schöne Musik. Ach, schön. So, jetzt geht's endlich mal weiter, Leute. Wir werden es sehen. Maximal Vollkraft suchen. Was suchen wir die Bärbasen vor? Nach Waffenschränken. Oh yeah, Waffenschränke sind geil. Nur die Munition finden ist dann irgendwie doof. Deswegen würde ich lieber Waffen nehmen, wo man immer Munition findet. Umkippen tun die Gegner immer. War lecker. Ah, jahrelange Arbeit. Unsere Unfähigkeit, Malnea zu beschützen, war leicht absehbar. Die Rückeroberung wäre kein Problem, aber... Der Verlust von Vis Electra ist ein Versagen, das auf keinen Fall ungesühnt bleiben darf. Oder? Rico Rodriguez ist also zurückgekehrt, geboren in demselben Feuer, aus dem heraus sich meine Macht entwickelt hat. Schon bald wird die Welt das ganze Ausmaß meiner Macht erkennen. Durch Rodriguez erhalte ich die Gelegenheit, sie zu demonstrieren. Vielleicht sollte ich ihn motivieren. Die wunderschöne Stadt Costa del Porto. Brennt sie nieder. Und wenn er kommt, um dieses unwichtige Städtchen zu beschützen, tötet seinen Freund. Jede seiner Aktionen wird eine schreckliche Reaktion von uns nach sich ziehen. Und dann wird die empfindliche Flamme der Revolution erlöschen, so wie sie es immer in der Geschichte getan hat. Benutzt die Panzer. Okay. Das war jetzt schon irgendwie krass. Alter, allein schon... Oh Gott. Da kommt die Ernsthaftigkeit des Spiels wieder da, wieder gut rüber. Da kommt sie einfach wieder. Alter, was für ein Arschgesicht, Mann. Sie waren das. Sie schießen drauf los und spielen Krieg. Sie brennen unsere Häuser nieder. Hör nicht darauf, was er sagt. Wir müssen das tun. Ich hatte keine Wahl. Aber ich werde es nicht vergessen. Die Panzer gehören mir. Du gehst in die Stadt, Mario. Du kriegst sie auf einem Silbertablett. Okay, Leute, das können wir nicht zulassen. Zerstört die Panzer. Ich mach mich auf den Weg in die Stadt. Okay, dafür wird die Ravella bezahlen. Okay, da unten ist ein Panzer. So, mein Freund. Hallo, komm raus. Sesam, öffne dich. Was ist der denn hier? Aber schießen die mich oder was? Panzer wow. Zum Spielen. Wow. Schon voll kaputt, der Panzer, was? Scheiße, Mann. Rico, oh, shit. Du musst diese Panzer ausschalten! Ich versuch's! Mario, ich versuch's! Du hast gar keine Ahnung, wie schwer das ist. Komm, fahr!
Komm. Komm schon. Achso, ich soll ihn zerstören. Soll ich den zerstören? Wo sind die anderen Panzer? Da unten ist noch was. Bleib stehen und. Schuss. Auf den Panzer drauf. Auf den Panzer. Genießt euer metallisches Grab. Es waren doch, glaube ich, nur drei Panzer, oder? Ja, drei Panzer sind das nur. So. Rico, ich habe hier ein Problem. Over. Die Ravellos-Truppen haben uns hier festgenagelt. Du musst uns helfen. Ich komme, Mario, ich komme. Wow. Willst du eine Ladung Schrott? Ja, ganz bestimmt. Weg von Mario. Mario ist mein Freund. Die Waffe macht den Geist tot. Okay, stirbt einfach. Weg von Mario, habe ich gesagt. Macht ja gar keinen Schaden, das Ding. Die gibt mir gar nicht um. Okay, Mario, was ist los? Was wollen wir machen? Krass. Können wir schon Fallschirmspringer? What the fuck ist das denn? Die ballern wir alle runter. Ah, die armen Schweine, ey. Tut mir schon ein bisschen leid. Sie haben sie alle getötet, diese Bastardos. Wir müssen dich hier wegschaffen. Ich habe die Rebellen um Hilfe gebeten, aber da draußen sind zu viele von den Ravello-Soldaten. Ich fürchte, sie sind alle tot, Rico. Scheiße, Mario. Mario! Scheiße! Wir sind da! Mach das Tor auf! Ein Überlebender! Mach das Tor auf! Wir müssen verschwinden! Kommt rein! Okay, okay. Das Bergungsteam wartet vor Cirilla. Kommt sonst noch wer? Schafft Mario hier weg! Ich gebe euch Deckung! Zielperson flieht! Nehme Verfolgung auf! Na kommt! Scheiße! Verstärkung! Geschütz, Mario! Oh, what the fuck! Komm, Raketenwerfer, komm schon! So. Mist, falsche Taste! Das war die falsche Waffe, die wollte ich gar nicht. Mach dich bereit! Mach mich bereit! Schon wieder so ein Ding! Okay, okay. Läuft alles gut. Ich muss den Fahrer erwischen. Oh ja. Yeah. Oh yeah. Oh Gott, vor dem Panzer. Schwein gehabt, der war nicht im Dienst. Nachladen. Schon wieder so ein Vieh. Tschüss, mein Freund. Wow. Wow. Fuck. Mario, wartet auf mich. Nein. Das ist eine Militärbasis. Jagd auf uns machen! Wir müssen ihre Verstärkung aufhalten! Over! What? Die Basis hetzt uns Panzer an den Hals, wenn wir nichts unternehmen, Rico! Ja, ich versuch's ja schon! Wir müssen nur über die Brücke, Mann! Los, Mario, über die Brücke! Fuck! Schnell Waffe wechseln! Oh Gott, was ist denn da hinten mit dir? Keine yeah. halben Sachen! Wir sind gleich da! Oh fuck! Gib Gas los! Sie kommen! Gib Gas, Mann! Gib Gas, Mann! So, verpisst euch! Die Ravello hat es echt auf uns abgesehen, Amico! All die Menschen in Costa del Porto! Dafür wird die Ravello bezahlen, Rico! Ja, das sehe ich auch so! Da kommen sie wieder! Wir sind gleich da! Halt sie uns vom Leib! Wir kümmern uns um die Kanonen! Oh, du übernimmst die Straße! Fuck! Ernsthaft? Bin ich... Oh Gott, ich dachte, ich bin tot. Sie sind überall! Oh fuck, falsche Taste gedrückt. Oh Mann, was mache ich denn hier? Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Fuck! Scheiße, Mann!
rein da, komm schon! Fuck, die brauchen Hilfe! Lass dich, Rico! Halt uns diese Bastardos mit dem Helikopter vom Hals! Oh nein, ist geschafft? Oh, gut. Fuck, Mann. Los, Mario, verpiss dich! Du bist ein wichtiger Mann der Rebellion! Wieso auch immer, ich weiß es nicht. Du bist auf jeden Fall wichtig. Und du bist mein Freund. Das zählt viel mehr. Was für ein Desaster. Mission abgeschlossen. Mann, bin ich gut.